Willkommen zurück zu Der Dumme spielt Rise of Industry. Ich bin in diesem Fall der Dumme, mein Name ist Dennis und ihr seid wahrscheinlich deutlich smarter als ich, denn ihr habt jedes Mal, wenn ich auf Wholesaler geklickt habe, gesehen, dass man da Sachen kaufen kann. Hey, und zwar Holz und Wasser. Das heißt, ich habe wieder mal, wie ich es in diesem Spiel schon ungefähr 30 Mal gemacht habe, gedacht, ich mache was richtig, aber habe es am Ende falsch gemacht. Ich hatte nämlich eigentlich angenommen, dass wenn ich jetzt bei der Industrie zuerst Papier freischalte und schön bei Gathering, also bei den Ressourcen sammeln, hier den Lumberyard, also sprich die Holzproduktion, dass ich dann was gewonnen habe, weil ich nämlich dann über kurz oder lang mein eigenes Papier herstellen kann. Also ich habe jetzt die Papermill noch nicht freigeschaltet, aber ich dachte, mit dem Lumberyard, also mit dem Holzfäller, kriege ich das irgendwann hin. Hätte ich aber auch so machen können. Ich hätte halt das nur kaufen müssen hier. Wasser kann ich auch kaufen. Das Problem ist, ich kann nichts anderes kaufen. Das sind alles ansonsten... ansonsten sind das alles Shops, die was von mir sozusagen nehmen. Aber es gibt sonst keine vernünftigen... keine vernünftige Möglichkeit, irgendwas Hardware Store, irgendwas zu kaufen. Hier kam ich auch nur Wasser. Also es gibt eigentlich fast immer nur Wasser. Das ist also alles blöd. Ich brauche also auch eigentlich kein Holz, kein Holzfäller bauen, weil es bringt mir ja sowieso nichts. Ich habe ja nichts davon. Also an der Stelle bin ich jetzt praktisch in so einer ganz schönen Zwickmühle, weil ich Industrie nicht weiterentwickeln kann. Die Food Factory, die bringt mir nichts, weil ich keine Pappe habe. Ich kann da nichts herstellen in der scheiß Food Factory. Das Einzige, wo ich noch mehr sozusagen herstellen kann, ist bei Farming und bei Gathering. Weil das die einzigen Sachen sind, wo ich produktiv bin, wo ich tatsächlich also was Forschungspunkte gewinne. Naja, Logistik kriege ich natürlich auch Forschungspunkte, aber da stelle ich ja nichts her. Also Industrie bin ich... Was höherwertige Produkte angeht, bin ich jetzt gefangen. Also ich kann nichts Höherwertiges herstellen und ich komme auch in der Industrie nicht voran. Und ich werde auch in der Industrie nie vorankommen, weil ich ja nichts herstellen kann. Weil in der scheiß Food Factory, alles was ich machen kann, ich gucke nochmal nach Cheese, das ist das Einzige, was möglich ist noch. Dafür brauche ich Wasser und Milch. Und... stelle ich Milch einfach, kann ich Milch einfach so herstellen in einem entsprechenden, wo ist es denn jetzt? Factories, ne, bei Farms, ne? Wenn ich jetzt Livestock habe und ich will Milch, dann brauche ich auch, ne, dann kriege ich, okay, ich bin nicht ganz in der Zwickmühle, also ich bin in der Zwickmühle, aber ich bin nicht ganz abgehängt. Ich kann eine Food Factory tatsächlich bauen und was Sinnvolles herstellen, wenn ich es schaffe bei Farming bis zum Livestock, also den Livestock Farm freizuschalten und dann auch noch die Kühe freizuschalten. Also ich brauche hier noch zwei Forschungspunkte. Was ist das hier? Fünf Felder, okay. Also ich brauche hier zwei Forschungspunkte. Ich muss die Farm selbst freischalten für Viehzeug. Viechers und dann die Kuh-Dings, weil ich die Chickens, wobei ich mit die Chickens kann ich ja dann auch erstmal nutzen, ne? Also Eier brauchen die ja hier auch. Eier brauchen die auch, genau. Produziert das Meat. Kaufen die hier Meat? Meat kaufen die gar nicht. Kauft irgendwer Meat? Kauft das deiner Meat? Auch nicht. Also Meat ist verschwendet, oder was? Braucht irgendjemand Fleisch? Meine lieben Freunde, braucht jemand Fleisch? 13 Units demanded per week. Aber wo? Wo, wie, was, wo? Farmers Market, Hardware Store. Gibt ja hier nur zwei Möglichkeiten, nämlich das Diner und hier. Und beide brauchen kein Fleisch. Aber wo werde ich denn jetzt mein scheiß Fleisch los? Ist das in anderen Städten dann vielleicht irgendwie? Da müsste man vielleicht mal einen Zug bauen oder sowas. Ne, ist ein Hardware-Store. Ich wollte doch was.
Sowas. Ja, die brauchen natürlich ihr Fleisch hier drüben. Fleisch wird aber auch geliefert von irgendeiner Farm wahrscheinlich, ne? Zuckerplantage. Aber woher kriegen die denn ihr scheiß Fleisch? Hier ist doch überhaupt nichts, was Fleisch produziert. Also, da ist die Logik mir hinter dem Spiel noch nicht ganz klar. Hier ist nichts, was Fleisch produziert. Und trotzdem ist hier hin und wieder mal Fleisch. Hier sind Zucker, Kakao und Trauben. Also, und Fischer halt. Produziert ein Fischer, produziert doch aber Fisch. Und kein tierisches Fleisch. Hier, Fische gibt's doch extra. Ja, keine Ahnung, also vielleicht ist das einfach hergecheatet sozusagen. Finde ich aber dann ein bisschen komisch. Ich verdiene übrigens gutes Geld, ne? Nur mal so. Also meine ganze Produktion läuft mittlerweile so rund. Läuft überhaupt nicht rund. Ich habe überall Production Alerts. Alles ist voll und so. Aber es läuft zumindest so schnell und so gut, dass ich immerhin hier so 20.000, 30.000 pro Monat auch mal mache. Jetzt, das waren nur knapp 10.000 letzten Monat. Aber ich war jetzt jeden Monat im Plus. Das ist sehr gut. Ich bin knapp wieder auf die 7 Millionen gekommen. Ich war ja schon bei 6,9 nur noch. Oh, also ich verliere jetzt gerade kein Geld. Das ist schon mal gut. Ich kann also abwarten, Tee trinken und hier zugucken, wie meine Forschungspunkte steigen. Logistik geht ganz gut. Da bin ich bald auch wieder voll. Da muss ich dann mal gucken, was ich als nächstes nehme. Ob ich da Züge dann nehme, um mal weiter entfernte Sachen zu erreichen. Könnte man fast überlegen. Weil wenn ich jetzt, eine Weide baue, also für Tiere, für Viehzucht, eine Viehzuchtanlage, dann habe ich halt immer Fleisch. Und Fleisch werde ich aber in meiner Scheißstadt nicht los. Solange die hier nicht mal ein neues Restaurant irgendwo bauen, wo sie Fleisch einkaufen, verschwende ich praktisch einen Teil meiner Produktion. Aber nur um das bisschen Fleisch loszuwerden, da jetzt einen riesen Zuggeschichte hier aufzubauen, eine riesen Infrastruktur, ist mir ehrlich gesagt, ja, um hier dann drei Fleisch loszuschlagen, die ja sowieso schon bedient werden, die Nachfrage, also irgendwie, von irgendwoher kommt ja hier Fleisch, ohne dass ich weiß woher, ohne dass ich es verstehe. Produziert der vielleicht der Fischer Fisch und Fleisch? Keine Ahnung. Ich guck mal. Gatherers, Fisherman, Fisch. Ne, ist nur Fisch. Ist nur Fisch. Ah. Ja, ist mir alles noch nicht so ganz klar. Was ist mit dem hier? Wieso, was hat der denn eigentlich für ein Problem? Destination Storage is full. Achso, weil die beide voll sind. Ja, aber dann kann ich ja einen Teil meiner Produktion doch einfach mal an den Staat verkaufen, oder? Dann kann ich doch sagen, ich verkaufe jetzt einfach mal... Wie ging das nochmal? Ich nehme jetzt einfach mal die hier und verkaufe den an meinen Staat. 147 Tiles. Krass. Ist aber ganz schön weit weg. Wo fahren die denn dann hin? State, North, Greed. Keine Ahnung. Ja, finde ich jetzt ehrlich gesagt doof. Ich fahre doch jetzt nicht 150 Felder weit, nur um den Scheiß zu verkaufen. Commercials, kauft mir halt Wasser, kauft mir halt keiner ab. Ja, ich glaube, es bleibt jetzt... Wo fahren die denn jetzt hin? In die Nachbarstadt, oder was? Ja, gut, macht das jetzt. Macht es einfach, ist mir doch jetzt egal. Tut, was ihr nicht lassen könnt. So. Wie sieht es eigentlich hier hinten aus? Ich habe mir hier hinten den ganzen Bereich noch nie angeguckt. Was ist das? Damersfield Planning Office. Was ist das denn? Resources available in the region. Okay, weil es hier keine Stadt gibt in der Region. Aha! Guck mal, hier ist eine komplett leere Region, wo es keine einzige Stadt gibt. Und
hier kann ich dann diese ganzen Sachen abbauen, aber hab halt nichts, wo ich es verkaufen kann. Für 500.000. Aber dafür habe ich halt Platz zum Bauen. Sowas gibt es also auch. Das muss ich dann alles in die Nachbarstadt schaffen. Und da wiederum würde sich's ja dann schon anbieten. Schon anbieten, Züge oder sowas zu haben. Die kaufen zum Beispiel auch kein Fleisch hier. Ja, also meine Stadt ist schon die größte, aber die habe ich ja auch versorgt jetzt die ganze Zeit. Und die wachsen ja dann auch entsprechend schnell. Ich finde es so geil, wie hier immer die Fabriken mitten in der Stadt stehen, was mir erklärt wurde, dass das eigentlich gar nicht geht. Weil man da sofort an Ansehen verliert, und zwar so schnell, dass man sich das gar nicht leisten kann. Dass man im Endeffekt irgendwann ein Verbot hat, da irgendwas zu bauen. 164.000. Also jetzt stagniert die Stadt, weil sie nicht besser versorgt wird irgendwie. Bei mir stagniert auch die... Oder geht sogar zurück, meine Einnahmen. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt scheiße, weil das war ja schon mal besser. Das war doch schon mal deutlich besser. Was ist denn jetzt mit dem Gemüse? Wieso ist denn da? Wieso kommt denn da nichts? Wieso? Was ist denn jetzt hier? Bis... Achso, weil die kein Wasser mehr haben. Oh, ich bin so doof. Oh, ich bin so doof. Jetzt habe ich doch tatsächlich vergessen, das wieder zurück umzustellen. Oh, Gott. Die haben kein Wasser mehr, deswegen nimmt mein Einnahmen ab. Alles klar, alles klar. Reden wir nicht mehr darüber. Lasst uns nicht mehr darüber reden. Ich hab's verstanden. Ich bin sehr, sehr dumm. New Regulation, New Model, Barley Whiskey, okay. The State, Upkeep, runter 20%, das kommt mir sehr entgegen. 20% weniger Unterhaltskosten. Has come out, people are dying to get their hands on it. Barley Whiskey, also es gibt jetzt Whiskey, Pay Rise. Och komm! A region has voted... Ihr wollt mich alle verarschen! Aber welche denn? Welche Region ist das denn? A region? Meine. Ach, fuck you. Also wirklich, der Unterhalt geht 20% runter und dafür Kosten geht der Unterhalt um 25% hoch. Oder was? Aber was heißt das denn? Hier ist doch ein kleines Minus. Ist das ein Plus? Oder ist das ein Pfeil nach unten? Ich glaube, ich verstehe es nicht ganz. Ist ja auch egal. Was habe ich denn jetzt hier? Ich habe R&D-Punkt. Könnt jetzt auch die Urban Roads mal freischalten. Can build our Urban Roads. So, mal kurz gucken, was die bringen. Die sind schneller, oder? Steht nirgendwo. Danke dafür. Help and Info. Help and Info. Logistics. Depots, Warehouses, Buildings. Types. Factories. Tja. Ist nicht erklärt jetzt hier. Gut, gehen wir mal davon aus, dass die irgendwie schneller sind. Was ist das hier? Wieso ist hier ein Laster? Wieso steht er da? Wieso macht er nichts? Ist das ein Grafikfehler? Ist er liegen geblieben? Wir werden es nie erfahren. Was ist mit dir? Beweg dich mal, Kitty. So, bin ich ja gespannt, ob das jetzt wieder halbwegs läuft hier. Mit dem Gemüse. Mit dem Gemüse in der Kombüse, so. Das ist hier auch gleich wieder voll. Oder mal die Züge, aber ich werde jetzt gerade keine Züge bauen. Ich nehme jetzt die Urban Roads. Unlock die mal. Und baue davon mal welche, damit es hier mal ein bisschen lockt. Was? Can build urban roads. Unlocked. Concrete paving. Muss ich erst noch einmal hier... Ah ja, guck, jetzt ist es frei. Sehr schön. So, dann machen wir das doch mal. Dann bauen wir doch jetzt hier mal... Oh, shit! Mano! Alles kaputt gegangen. Dann bauen wir doch jetzt hier mal eine schöne Straße. Wo wir...
gleich viel schneller drauf fahren können. Kostet ja auch nicht so viel. Wenn man mal ehrlich ist, dann ist das bezahlbar. So. Ja, irgendwie reagiert das komisch. Also wenn ich das verlege, dann hat er sich ein bisschen seltsam und bricht teilweise den Verlegevorgang irgendwie auf der Hälfte ab. Dadurch ist das ja eben entstanden, dass die Straße da so neben der eigentlichen Straßenführung lag. So. Diese Straße da, die brauche ich eigentlich überhaupt nicht, oder? Die kann ich auch wieder wegreißen. Da dachte ich ja, dass die Autos von hier oben dann kommen. Von der zweiten Produktion, aber die haben jetzt ihren eigenen kleinen, ihre eigene kleine Route hier vorne. So, jetzt ist halt die Frage, ob das irgendwas bringt, dass sie schneller fahren, weil es kann ja auch gut sein, dass das bisher einfach die Produktion bei mir der limitierende Faktor war. Dass auch wenn sie schneller fahren, gar nicht mehr Produkte da sind, die sie halt irgendwie abliefern können. Und es sieht fast danach aus, weil ich letzten Monat 21.000 Minus gemacht habe. Und auch diesen Monat wird es nicht viel besser werden. Der ist nämlich schon fast wieder vorbei und ich bin immer noch bei minus 17.000. Minus 3.000, naja, immerhin. Aber minus nonetheless, wie der Engländer sagen würde. Also auch hier verliere ich Geld. Sehr schön. Farming! Farming! Livestock! Livestock! So, na dann. Chicken! Bock, 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 bock! Also, damit ich das richtig verstehe, wenn ich jetzt eine Livestock-Farm baue, dann braucht die Getreide, um dann Hühnchen zu dingsen, oder? Do I see that right? I hope so. Wahrscheinlich sind die Felder hier auch vier breit. Das heißt, ich werde dann... Wo baue ich denn die dann am dümmsten hin? Hier müsste es... Hier darf ich die auch noch bauen. Och, das ist aber nett. Hier ist es schon zu nah dran, aber hier müsste es noch gehen. So, ich baue die jetzt mal hier. Wir machen das jetzt einfach mal, Kinder. So, dann stellen wir hier die Produktion natürlich wieder auf Weizen um. Setzen die Destination auf die Livestock Farm. Hauen da alles raus, was wir haben. Bauen hier Felder, die jetzt natürlich mehr Platz kosten. Ach, komm ey. Naja gut, geht auch so. Und die Produktion hier ist auf Hühner gesetzt, weil nichts anderes geht. Und jetzt können wir nämlich auch das ganze Wasser irgendwo loswerden. Das ganze Überzählige können wir jetzt nämlich mal loswerden hier bei der Hühnerfarm. Darf ich nur nicht vergessen, dann wieder umzuschalten. So, und jetzt kriegt sie Weizen, kriegt das. Und jetzt muss ich natürlich von der Hühnerfarm noch Eier produzieren. Ah, ich kann es mir aussuchen. Also ich produziere gar nicht beides. Gott sei Dank. Hatte schon Angst. Die gehen dann in Truck Depot 3. Gehen die rein. Das macht überhaupt keinen Sinn, oder? Ich kann die auch direkt nach Truck Depot 4 schicken. Die sind nur ein Teil weiter, oder? Truck Depot 14 Teils, 15 Teils. Aber hier steht dann... Ne, okay, ist schon näher. Na gut, dann fahren die jetzt mal darüber. Und dann haben wir jetzt Hühnchen. Dann gucken wir doch mal, ob das irgendwie funktioniert. So, jetzt muss natürlich dann... jetzt muss ich natürlich hier noch... Ach, ist das ein Aufwand. Muss ich natürlich noch die Eier einstellen. Das funktioniert soweit. Dann muss ich noch die Trade Route ändern. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Kann ich nicht einfach irgendwie... So, klar kann ich das. Da kommen jetzt Eier rein stattdessen. Eier, wir brauchen mehr Eiermänner. Und dann noch ein Stop.
Ihr seht noch durch, was ich hier mache, oder? Ich nehme ich nicht. So, jetzt habe ich nämlich die Eier, die liefere ich jetzt von meinem Depot hier, liefere ich hier runter. Und jetzt müssen sie natürlich noch von dem Depot aus auf den Farmers Market in Saxby. So, und jetzt liefere ich Eier und jetzt wird's geil. Jetzt gucken wir mal, ob hier Eier ankommen. Theoretisch, ja. Müssen wir nur gucken, ob das auch so weitergeht. Zwei sind gestored. Das müsste ich ja eigentlich ganz gutes Geld verdienen mit den Eiern. Weil 4670, das bringt ja nochmal 1000 mehr als Äpfel und Orangen, die ich ja sonst so liefere. Jetzt warten wir mal diesen einen Monat ab. Gucken mal, ob das irgendwie... wie das einnahmetechnisch aussieht. Das könnte jetzt erstmal noch ein bisschen problematisch sein, weil ich natürlich noch nicht so, die Produktion noch nicht so läuft. Ja, also im ersten Monat komme ich sogar noch nicht mal ins Plus. Ich hatte jetzt aber schon gehofft, dass das über kurz oder lang klappt. Na gut, warten wir mal den zweiten Monat ab. Die Eierproduktion ist jetzt nicht so schnell, oder? 6 pro Monat. Das heißt, wenn ich 6 pro Monat Eier produziere, dann und die auch alle dahin schaffe, dann sind das... ist das nichts. Ich brauche 6 pro Woche. Ich produziere gerade mal ein Viertel der Eier. Das heißt ja, ein Monat hat ja 4 Wochen ungefähr. Also das ist viel zu wenig. Wieso produziere ich auch überhaupt nur 2 Eier, weil ich nicht genug Weizen habe? Wieso habe ich nicht genug Weizen? Weil ich auch nur 6 Einheiten Weizen produziere und aber viel mehr brauche. Also ich muss an allen Ecken und Enden aufrüsten. Es ist viel zu tun, es bleibt viel zu tun bei Rise of Industry. Noch komme ich nicht wirklich ins Plus. Ich verliere aber auch nicht wirklich großartig Geld. Plus minus null, würde ich sagen, ist jetzt gerade so ein bisschen das... ja, immerhin 11.000, also 10.000 Verlust im Monat davor, jetzt 11.000 plus. Plus minus null. Ich muss die Produktion erhöhen. Ich muss mehr Eier produzieren, ich muss mehr Getreide produzieren, ich muss alles, mehr. Das ist unser Wahlspruch auf jeden Fall fürs nächste Mal. Und bis dahin wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage. Ciao!